Kein Boot an diesem Steg. Ah, da drüben ist wohl eins, in dem Trockendock. Okay. Schau, da ist der einlautend aus. Jetzt, oh nein. Angriff! Was zur... Ihr habt die Veränderte! Outrider, wir hören Schüsse. Rebell, das Dorf ist nicht verlassen. Das war eine verdammte Falle. Oh, Deckung ist weg. Ja, ich steck fest, sehr schön. Scheiße. Springt in der Deckung schon wieder weg. Ja, mit der Deckung muss ich erst wieder klar kommen. Sag mal, haut mir aber aus der Deckung aus. Aber irgendwas trifft mir, aber ich weiß nicht was. Die da drehen vom Balkon da. Also ich hätte mal bewegen können. Jetzt hätte ich sparen können. Einer ist schon mal weggeflogen, Mord. Zerfetzt. Bei der Sniper schon wieder. Ja, ja. Oh, oh. Hast du irgendwo eine Kiste zum für Munition? Ja, ich hab jetzt nicht aufpasst, aber ist so, jetzt bei mir sehe ich jetzt nichts. Ah, da liegt ein bisschen was rum. Die macht zwar guten Schaden, aber braucht ja gute Munition da. Ah, shit, ich stehe genau drin. Irgendein Zipfi schießt auf mir, aber ich weiß nicht wo. Ach, da steht. So. Okay, jetzt schnell zum Boot im Trockendock. Rang 4. Mhm. Ja, also ich kann immer wieder sagen, das hinbieben und dann verlangsamen, das macht schon Spaß. Glaube ich. Macht's aus der Entfernung auch Spaß. Ja gut, du machst ja auch gut Damage mit deinem Feuerding da. Ja, allerdings, das haut schon rein. Also da
Hat man nicht meckern. Wieder dann Auszeichnung. Da mal mit dem MG eine holzen. Ach, herrlich. So, 1% Lebensentzug haben wir dann. So, irgendeine Rüstung haben wir gekriegt. Oh, oh, 16% auf Nahkampfschaden mit der Waffe, ja. Der Pumpgun ist nicht schlecht. Aber ich brauche Munition. 13.000 Schild. Schadensabsorber. Das war jetzt keine Fähigkeit, oder? Nee. Die Rüstung probieren wir mal aus. Waffenstärke, ja. Schauen wir mal. Die schaut schon anders aus, ein wenig. Die Rüstung. Na, du hast auch selbst so knochig. Ja, ja. Mhm. Sniper oder nehme ich Kupplet? Ja. Aber die halten gut was aus. Ja. Das habe ich so nicht in Erinnerung. Jetzt haut er ab von mir, die Sau. Ich bin doch schon da. Ah, da kommt, da kommen die nächsten zwei. Schie, wie sie sich einstellen, gell. Trotteln. Also das Verlangsamen ist echt geil. Schie, dass da gleich noch eine Munitionskiste daneben ist. Mal kurz mal schauen, ob das schon die Waffen ist, die Blitze macht. Nee, ist nicht. Kannst du die anderen mal ausprobieren. Notizen. Interessant. Ja, du machst es schon. Paper schon wieder. Jetzt explodiert. Ich brenne, keine Ahnung. Schauen wir uns noch ein wenig um da. Achso, da ist es. Wo ist dann da? Ja, das Hinporten, das ist schon Gold wert. Importen, verlangsamen, abschlachten. Genau, also muss ich sagen, aber genau die richtige Klassiknummer. Ja, da werden schon noch Gegner kommen, wo es nicht so einfach wird. Ja. Ich denke, wir wissen nicht beide, wo das dann hinausläuft. Wir werden wahrscheinlich wieder an Schwierigkeitsgrad auf Noob runterstehen. Weil nach dem vierten oder nach dem fünften gibt es dann einen Rage Quit. Na, jetzt aber.
Schauen wir mal, da oben ist noch was. Ah, ist ja wieder Munition. Ach, geh. Ja. Na, oder? Na, Ausrüstung. Oh, da leicht was Lilas. Ich kann die gar nicht auseinanderhalten, die Kisten. Oh, da leicht was Lilas. Oh, Tutorial, Apokalypsengegenstand. Mhm. Was ist denn das? Ein Apokalypse-Typ. Ah, der hat 700 Rüstung mehr, aber bringt mir nichts von der Fähigkeiten her. Apokalypsengegenstände haben einen dritten Modplatz. Ja, probieren wir mehr aus. Für besondere Mods. Aha. Ah. Diesmal ist er vom Blutgott gesegnet. Ja, da kriegt man wenigstens was. Bei Borderlands kriegst du ja nichts. Komm ich nicht beschweren. Jetzt hätte ich da so ein Sniper. Was war denn jetzt das Apokalypsen-Ding? Die Schuhe. Ah, die haben es gewonnen. Stiefel des Pilzkundigen. Ja, das passt der Schwammelkopf. Du hattest drei Skills auf die Stiefeln. Gut, der Phoenix Kraft kann jetzt nicht für anfangen, aber dann trotzdem besser. Nehmen wir mit. Boah, jetzt muss ich schon vergleichen da. Also, Sturmgewehr, Scharfschütze, aha. Das geht auch. Schüsse wickeln Gegner in Ketten ein. Ja. Na, also meine Kopfbedeckung, die ist von der Rüstung her besser, aber ich habe halt 30% weniger Stasezeit, also wenn ich da meine Bubble mache. Mhm. Muss ich ausprobieren. Weil die Bubble hat uns schon oft den Arsch gerettet. Hm. Boah. Das wird nicht leicht. Da zu sich zu entscheiden, dann. Ja, nein, ich hab jetzt den auch nicht verwertet, den vorherigen Helm. Der hat zwar 700 weniger Verteidigung, aber halt 30% mehr Zeit für die Bubble. Ja. Das merkst du schon. Oh nein, Sea of Thieves. Oh Gott. Ach, verflucht! Das Boot ist ein Wrack. Ja, das geht mir. Holzbredel so schnell. Ist das der Fischer? Nein. Nein, das kann nicht sein. Das kann kein Geist sein. Ich muss mich zusammenreißen. Thiagos Geschichten machen mich ganz verrückt. Gut, jetzt sehen wir schon Geister. Ja, passt das zum... Gut, Ryder. Wir sehen etwas Komisches. Ein Nebel zieht über den Fluss. Und in ihm ist ein Licht. Du musst dort weg. Ja, da könntest du recht haben, Thiago. Ja, bin ich bei dir. Also, zurück. Tschüss. Okay. Hast du gesehen, anscheinend schon wieder die Waffe gewechselt? Okay. Aha, sind schon wieder sind schon wieder Feinde. Huch, irgendwas trifft wieder ganz stark. Achso, das ist wieder hinter mir. Fuck.
die Regel dabei. Wie bist denn jetzt da gegangen? Ja. Jetzt brenne ich wieder, sehr schön. Ah, da ist einer, okay. So. Ich liebe die Assassine. Mehr Geister für unsere Geisterstadt! Lass mich durch, Fischer! Ich will keinen Ärger mit dir! Den lass ich dir! Nein, ich glaube, ich muss. Ganz recht! Ich bin ein scheiß Geist, du Isiré-Schlampe! Und jetzt mache ich einen aus dir! Holt da ein wenig was aus, oder? Ja. Bist du? Schüssens wieder von der anderen Seite. Jetzt kommt er, der Fischer, der hat wieder wie im Blick, ist ja klar. Puh. Oh, das hat weh doch. Nochmal, ich glaube, die Ätze mal weg. Ja, wer steht hinter mir, der Fischer? Oh, shit. Ja gut, der kümmert sich nicht um mich. Ja, der hat mich im Fokus. Huch, jetzt nimmer. Ja, jetzt nimmer, ne? Achso, was ist deswegen? Schauen wir mal. Haut wie, jawohl. Ich geh gleich wieder auf die. Was das noch die Folge bei Borderlands? Oh, leck, ich brauche Deckung. Pisten. Ich hab noch eine Wiederbelebung übrig, wenn sie ist. Ja, ich hab keine Munition mehr. Ja, aber ich leck die wieder. Passt schon. Und der Fischer. Wollen wir mal aus der Reichweite da bewegen. Der kann ja laufen auch noch. Ja, warte mal, ich komm. Ja, passt schon. Mach. Und schon ist er wieder bei mir. Super. Ah! Der ist aber schnell.
Nein, nicht da. So wie so einen roten Kreis um mich rum. Glaubst du, fokussiert er die? Oh. Ja. Roter Kreis bedeutet, du bist angezündet. Oh ja, ach so, deswegen. Was ist denn bei den Ketten da hin, oder? Ja, wenigstens der ist einmal hier jetzt. Jetzt hat er mich unterbrochen, die Sau. Du bist one hit bei dem. Ja, hab ich schon gemerkt. So, jetzt haben die alle Ads weg, wenigstens einmal. Oh, leck. Na, du hast das rote Zeichen. Du brennst bald, ja, jetzt. Gott, ist der schnell. Der ist fix. Ja, da läuft er gut hinterher. Schauen wir mal. Na, mach. Schau, was geht schon. So knapp. Geht schon. Jawohl, puh. Oh na, jetzt ist er wieder bei mir. Oh. Na, jetzt mag er mir auch gehen. Jetzt bin ich in der Ecke. Super. Ah, ich hab keine Munition mehr gehabt. Scheiße. Ja, mach kaputt. So leicht ist das aber nicht. Ey, wo ist denn da Munitionskisten? Rebellen im Regenmantel, der Eindringlinge verscheuchen wollte. Bist du dir sicher? Ich hab ein Boot. Am besten verschwinde ich jetzt von hier. Hui. Was sagen, der war nicht ohne. Ja. Am Schluss habe ich es langsam mal rausgehabt im Ausweier, aber. Er braucht ja gerade einmal Driffe. Ja.
So. Aber knapp vor Stufe 5. Ja. Aufstieg Stufe 4, Apokalypsenraum 3. Genau. Ja. Ja, gehen wir mal zum Schiff, wird schon nichts passieren. Freilich. Wohin du jetzt gehst, dorthin bin ich noch nie gekommen. Wenn Black Gulch der Bauch der Bestie ist, ist diese Festung das Maul. Gefällt mir nicht, dass du da reingehst. Überleg's dir nochmal. Das geht nicht. Das kann niemand für mich übernehmen. Wenn ich nicht zurückkomme. Du musst. Sonst war's das für uns. Für immer. Sehr schön. Tolle Erwartungen. Das glaube ich auch. Dann erst mal eine Beruhigung. War schon wieder zu viel Action. Ja, dann rauchst du einmal. Ja gut, schaut schon viel freundlicher aus da. Ja. Dann bis da gleich. Da sollte der Abwasserkanal bis sein, gleich. Wenn ich geflohen bin. Da drin ist ein Rohr, das hoch zum Hinrichtungshof führt, direkt unter der großen Klinge. Ich erinnere mich an die Leichen, über die ich damals kriechen musste. Zu dieser Tageszeit sollte der Hof leer sein. Die Henker arbeiten nur bei Sonnenaufgang.